Hallo Leute und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Nerim. Ja, ist schon ein Momentchen her, dass die letzte Nerim-Folge kam. Ich glaube, 2, 3 Tage bestimmt. Sorry dafür. Wir hatten uns die nächste Aufgabe von Vanmoria geholt. Und ich schau mal eben auf der Karte. Wo mussten wir nochmal hin? Okay. Uns wird mal wieder keine Questmarkierung angezeigt. Das heißt, Vanmoria bekam die Mitte die Bitte, eine verschwundene Frau aus Gillard wiederzufinden. Gut, Gillard war, glaube ich, hier. Genau, das heißt, wir folgen einfach hier wieder der Straße, kommen wieder beim Schäfer und bei diesem Aterna-Lager vorbei. Oder wir rennen einfach querfeldein, was ich ehrlich gesagt bevorzugen würde. Denn vielleicht kommen wir dann an einer Höhle oder so vorbei. Und ja, da könnten wir dann ja unterwegs einfach mal einen kleinen Zwischenstopp machen, um ein wenig Erfahrungspunkte und vielleicht auch den ein oder anderen magischen Gegenstand zu finden. Denn unsere Ausrüstung ist ja bei weitem noch lange nicht perfektioniert. Und so, ich sehe gerade, hier ist Wasser. Das heißt, wir könnten hier so am Wasser entlang gehen und auf alle Fälle... Ach, meine Güte, was ist denn heute mit diesem Game los? So, hat es sich wieder gefangen, sehr schön. Gut, wir gehen hier runter, hier ist ja dieser majestätische Wasserfall gewesen, genau der hier. Und ich denke mal, dass es hier bestimmt noch die ein oder andere Höhle gibt, wo es noch ordentlich was zu entdecken gibt. Hier sind noch einige Steinpilze, die nehmen wir auch mal mit, wenn wir schon dran vorbeikommen. Und jetzt muss ich mal schauen, genau hier ist diese Ruine von Nabu. Ansonsten sehe ich hier nur noch ein Dorf, das uns angezeigt wird. Da vorne sehe ich schon einen Wolf. Ah, der verfolgt jetzt das Reh scheinbar. Ah, da ist er. Ah, hat uns natürlich wieder gesehen und hauen wir ihm gleich mal mit der Axt eins auf die Mütze. Ah, da kommt noch ein zweiter Wolf. So, der erste liegt und der zweite tollwütige Wolf setzt hier gleich zum Angriff über. Aber ist auch kein Problem. Und das Wolfsfleisch hier, das werden wir natürlich wieder mitnehmen. Wir müssen uns noch immer diese Bücher holen. Die gibt es ja in der Startstadt. Aber irgendwie kommen wir da nie zu. Okay, da vorne soll irgendwo ein Dorf oder ähnliches sein. Wird mir auf der Karte angezeigt. Und dort irgendwo eine Mine. Okay, gehen wir erstmal hier rüber. Und da im Wasser ist, ein Reh. Lustig, wie das hier schwimmt. Und lustig, wie wir es getötet haben. Naja. Nicht wirklich, aber wir sind halt ein schlechter Mensch und können diesem Reh ins Auge schauen und ihm gleichzeitig den Schädel spalten. Meine Güte, sind wir ein schlechter Mensch. Okay, hier oben soll jetzt irgendwo das Dorf sein, genau. Verwüstetes Haus. Okay, hier ist auf jeden Fall... Ah, ne, keine Truhe. Ich dachte, es wäre eine Truhe. Ist auf jeden Fall einiges an Gerümpel und wir könnten ja hier mal reingehen, wenn es nicht unmöglich wäre, da reinzugehen für uns. Das Gold sammeln wir dann einfach mal ein und ihr seht schon, hier ist eine ordentliche Blutlache. Was ist denn das? Ein Hebel? Nee. Was ist denn das? Also in dieses Haus kommen wir erstmal nicht rein. Brauchen wir wahrscheinlich einen Schlüssel, den wir vielleicht bei irgendeiner Quest oder so kriegen. Oder hat das Haus hier noch einen Eingang? Na, komm schon. Nee, sieht nicht so aus. Okay, dann würde ich mal sagen, ich halte einfach mal auf die Mine zu, die mir angezeigt wird auf dem Radar. Und dann schauen wir mal, ob wir da noch irgendwie ein bisschen auf unsere Kosten kommen und ein wenig Action in diesen Part reinbringen können. Aber ich denke mal schon, normalerweise werden die Minen ja immer von irgendwelchen komischen Viechern, Untoten, keine Ahnung, diesen Spinnenfrauen etc. etc. heimgesucht. Oh, jetzt ist die Frage, ob wir hier runter müssen. Nicht, dass wir jetzt... Ja doch, das sieht so aus, als ob hier unten irgendwo eine Mine wäre. Oh, Vorsicht. Immer schön Schritt für Schritt hier runter. Nicht zu viel auf einmal.
Hier vorne soll sie jetzt gleich schon irgendwo sein. Entdeckt Duran-Mine. Muss ich nur noch den Eingang sehen. Irgendwo hat mich auf jeden Fall, irgendjemand hat mich schon gesehen. Ah! Bandit, der Sildonar. Okay. Och, der ist ja süß. Der hält ja gar nichts aus. Okay, wir werden trotzdem mal schauen. Ja, wie ich es mir schon fast gedacht habe, der hat nur Mist dabei. Okay, der kam von über uns. Das heißt, jetzt ist die Mine wirklich über uns gelegen. Aber wir kommen jetzt zum Glück hoch. Hier haben wir noch kleine Kisten. Ey, schön, ein paar Zutaten. Ich muss auch bald mal wieder Tränke machen. Ich würde sagen, das mache ich aber demnächst einfach mal offscreen, denn ich glaube, dieses Tränke herstellen ist wirklich sehr uninteressant für euch. Vor allem, wenn es so viele auf einmal sind. Und dann würde ich mal sagen, rein in die Duran-Mine. Lassen wir uns mal überraschen, was es hier zu tun gibt für uns. Auf jeden Fall sind Banditen hier. Ich werde mal eben so die Nachtsicht aktivieren, damit ihr auch richtig schön die Eindrücke hier habt von der Mine. Und jetzt sind sie gleich zu zweit und versuchen uns hier das Leben schwer zu machen. Könnt ihr aber vergessen. Schauen wir mal. Runenverzierte Eisenkriegsaxt. Ja, schönes Teil, aber brauchen wir nicht. Stahlschild brauchen wir auch nicht. Wir haben ja einen Zweihänder. Und den Eisenküras, da haben wir doch bestimmt auch was viel Besseres. Genau, mit 4 Verteidigungen. Und der hatte nur 2. Okay, dann schnappen wir uns da vorne nochmal den... Boah, den Bogenschützen. Nach 2-mal daneben. Sowas gibt's doch nicht. Er hat auch ein Parierschwert. Na komm, einmal eine ordentliche Attacke. Dann dürftest du auch schon wieder fast Geschichte sein. Und nochmal. So, da liegt auch der. Und wir nehmen erstmal die Eisenpfeile von ihm mit. Oh, Stahlpfeil, auch 2. Ansonsten hat er nur Quatsch dabei. Und wir müssten uns jetzt mal heilen. Also ein bisschen Schaden können die doch austeilen hier, die Leute. Da geht's weiter, da ist ein Gang. Aber ich werde erstmal hier in die Hütten schauen. Was wir hier so drin finden. Hier ist auf jeden Fall ein Käsestück und ein Brotlaib. Ihr wisst ja schon, wir... Ah, eine Notiz. Euer Versteck besitzt Erzvorkommen. Ich will, dass ihr und eure Männer dieses Erz fördert. Ich schicke euch einen Sklaven. In Kriegszeiten erzielt man mit Roheisen einen guten Preis, gezeichnet P. Nehmen wir einfach mal mit. Die Hintergründe des Südreichs... Ich glaube, dass... Buch kennen wir schon, ich zeig's trotzdem erstmal. Und löse deine Qual. Nehmen wir einfach mal mit, ist ein leeres Buch. Ja, ich wollte das eine Buch auch nochmal zeigen, was ich nicht gezeigt hatte. Da wurde mir in den Kommentaren von Phil geschrieben, dass ich das nämlich noch gar nicht kannte, das Buch. Muss ich mir den anderen Part nochmal anschauen, welches Buch das jetzt genau war, dass wir das nochmal lesen können, für all diejenigen, die das auch lesen möchten. Okay, hier kommt man gar nicht... Ah, doch, hier. Zauntür, leicht. Eieiei, ich habe immerhin wieder ein paar Dietriche, da ich ja welche gekauft hatte. Und, Moment, bevor ich das jetzt mache. Da weiß ich jetzt leider nicht mehr, wer das in die Kommentare geschrieben hatte, aber das war auch eine super Idee. Und zwar gibt's hier noch... diesen einen Zauber... Öffnet leichtes Schloss, genau. Und dann würde ich mal sagen, ja, so leicht können wir dann eine Tür öffnen, ne? So, hatten wir das geschafft. Und hier ein Köcher mit 20 Stahlpfeilen, die nehmen wir natürlich mit. Kleine Kiste. Alles mitnehmen, sind alles schöne Zutaten, die wir wieder für Tränke verwenden können. Und hier in der Tonne... Truhe, Reflektionstrank. Was macht der? Schaden reflektieren, 5%. Okay. Hier sind auch noch mehr Federtrank, Frostöle, Feueröle. Oh, Charisma festigen, 1 Punkt an sich selbst und 12 Gold. Ich glaube, dann haben wir halt... Ne, die Truhe hier hatte ich noch nicht, oder? Genau, 11 Gold. Und die hier hatten wir. Okay. Gut, dann gehen wir jetzt weiter.
durch diesen Gang. Ich werde erstmal meinen Pfeil nehmen. Und ich werde erstmal... Oh ne, jetzt habe ich den Heilzauber gemacht. Das wollte ich gar nicht. So, ich wollte auf jeden Fall das Auge hier nämlich erstmal wieder ausführen. Und... Ist das da... Ist da oben einer? Oder ist das nur ein Erz? Okay, scheint nur Erz zu sein. Hm. Ist auf jeden Fall auch eine Sackgasse. Den Pfeil können wir aber gleich wieder nehmen. Die Erzader hier. Wow. Können wir mitnehmen. Moment mal. So, weiter geht's. Sorry für die kurze Unterbrechung. Ich musste hier mal eben was klären. Aber ihr habt nichts verpasst. Alles live und in Farbe. Da können solche Schwierigkeiten mal locker auftreten. Wir nehmen auf jeden Fall erstmal die Axt hier wieder. Denn hier dieser Streuner, beziehungsweise... Ist doch kein Kerl, das ist doch eine Frau. Die will hier schon wieder Stress machen. Aber nicht mit uns. Wir machen einfach mal... einen richtig schönen starken Angriff. Und dann liegt die Olle da auch gleich wieder am Boden. Die Fackel nehmen wir mit. Ansonsten... interessiert uns das recht wenig, was sie da so bei sich trug. Okay. Also hier einfach eine Mine, die von Banditen als Unterschlupf genutzt wird. Und hier seht ihr mal, wie finster diese Höhle eigentlich ist. Und mit dem Auge hier können wir gleich viel, viel besser sehen. Es erleichtert das hier echt ungemein. Okay, da wird auf jeden Fall gleich wieder irgendwo ein Gegner lauern. Kann ich euch jetzt schon sagen. Dahinter ist einer, glaube ich. Shit, da kann ich nicht durchschießen. Unser Schleichen hat sich verbessert, aber die Leute sehen uns trotzdem, weißt du? Der sieht uns hier durch dieses, der hat uns hier durch das Holzbrett gesehen, obwohl es hier wahrscheinlich genauso dunkel ist wie in den anderen Gängen. Das werden wir gleich mal sehen, wenn unsere Nachtsicht erstmal nachlässt. Ein bisschen verwunderlich, muss ich sagen, wie der uns da sehen konnte. So, ich warte mal, dass unser Zauberspruch... Okay, doch, ein bisschen hell ist es hier schon, sind ein paar Lampen. Okay, lass ich mal so durchgehen, Leute, lass ich mal so durchgehen. Aber ein bisschen skeptisch bin ich trotzdem noch. Okay, wir nehmen erstmal wieder den Bogen, klauen das Brot. Wir sind ja... Ach, den da habe ich jetzt gar nicht gesehen. Wir rennen schön in unseren Powerschlag rein. So, einmal verteidigt und dann ist der... Oh, da vorne ist gerade noch jemand lang gerannt. Rolle der Blutlinie. Einhändig brauchen wir nicht. Auf jeden Fall... Wo ist der Typ hin? Keine Ahnung. Schweres Stahlparierschwert. Oh, 7... 95 Gold bringt das. Könnten wir ja schon mal mitnehmen. Ich muss auch mal immer darauf achten, dass ich ein paar Gegenstände mitnehme, die ich dann verkaufen kann später. Pergament. Hier ist nichts. Wir machen mal wieder die Sicht, würde ich sagen, und schleichen. Mit unserem Bogen im Anschlag. Hier ist eine Falle. Werde ich einfach mal auslösen. Da unten ist nämlich jemand. Komm schon. Rollt ihn um. Juhu, einen hat's erwischt. Und den anderen Typen interessiert das gerade gar nicht, dass irgendwie auf einmal diese Dinger hier runterrollen. Na komm schon, einen kriegst du noch ab. Und dann wechseln auch wir zu unserer Nahkampfwaffe. Jetzt stehen wir uns beide hier blockend gegenüber, aber irgendwann schlagen die halt mal zu. Und jetzt hat sie wirklich nicht mehr viel. Da liegt sie. Oh, dieser Stahlküras, der bringt auch richtig viel eigentlich. 110 Gold. Aber wiegt dafür auch 35, dann werden wir wieder fast überladen. Kettenstiefel 35. Ja. Erstmal nicht. Und jetzt... Oh, da kommen ja gleich noch mehr. Was ist denn hier los? Hier ist er jetzt ein ganzes... Lager von den Typen hier unten. Und das sind beides wieder nur Streuner, also
immer noch nicht der Endboss da, der da irgendwie mischen will. Mal eben schnell den Heiltrank hier aktivieren, den Heilzauber. Ui, der ist aber gut weggeflogen, der Bengel. So, ein Goldstück. Was haben wir hier unten? Nichts. Und Spitzhacke und Fackel. Verängstigter Sklave der Sildona. Okay, haben wir den Sklaven hier mit Hilfe der Holzdinger erschlagen. Joa, selber schuld. Wer uns in die Quere kommt, der stirbt, egal ob Sklave oder nicht. Mit diesen schönen Abschlussworten verabschiede ich mich dann auch für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euch noch einen schönen Tag. Macht's gut.